Der Superstar dieser Mannschaft ist aber der 19-jährige Diego Maradona, der Mann, der, so sagt man, 120 Millionen Schilling wert sein soll. Denn so viel will Barcelona für diesen Spieler zahlen. Österreichs Mannschaft heute in roten Leibchen und weißen Hosen hat Anstoß. Die ersten 45 Minuten haben begonnen und hier haben sie eingeblendet. Die Gelegenheit nützen, da er weiß, dass auch die Argentinier Verfechter des Offensivfußballs sind, einmal wirklich auf totale Offensive schalten zu lassen und den Versuch mit Österreichs drei stärksten Sturmspitzen zu wagen. Verletzt Herbert Prohaska zumindest. Maradona. Ein herrlicher Pass schon von Maradona. Und Tor für Argentinien. Tor für Argentinien in der zweiten Spielminute. Ein Idealpass von Diego Maradona. Und Luque hatte wenig Mühe dann, dieses herrliche Zuspiel von Maradona aufzunehmen. War ganz frei und wieder Maradona. Die Heimmannschaft zunächst einmal sicherlich in Verwirrung bringt. Der aufgerückte Olguín hat geschossen. Maradona, Passarella. Weit zieht sich Maradona immer zurück, wird nicht Mann gedeckt, das hat Teamchef Stotz ja auch nicht Mann decken. Dreher im Sommer geht er ja nach Italien zu Inter Mailand. Maradona. Und da kommt der Pass wieder. Spielend leicht. Santa Maria. Prohaska. Für Schachner. Aber glaub etwas zu steil. Und dann in Dublin gegen Irland mit 1:0 gewonnen und beenden mit diesem Spiel. Menotti sucht und sucht Gelegenheiten. Jetzt Gankl frei abseits. Gankl stand abseits. Ich wollte noch sagen, Menotti. Barbas. Noch immer Barbas. Maradona. Luque, wieder ist er frei. Und 2:0. Leopoldo Luque, 2:0 für Argentinien. Spielend leicht machen das hier die Argentinier. Schauen Sie sich das an. Luque, vier Mann stehen in der Nähe von Luque, niemand deckt ihn. 10 Minuten erst gespielt und die Argentinier, der Weltmeister, führt mit 2:0 auf Schachner. Und die erste Valencia. Maradona. Gespielt hat und auch Ortiz. Valencia. Zwei zu null für den Weltmeister. Maradona. Valencia. Schachner abseits. Abseitsstellung angezeigt. Niederlagen, die Ausbeute in diesen 14 Spielen. Heute Maradona. Maradona. Ja, da hilft halt oft nur ein Foul. Das sind die Millionenbeine Nummer 1 im Moment. Valencia. Für Maradona. Und Maradona und Tor, 3:0. Im Fallen ist er nicht einmal zu bremsen gewesen. 3:0 für Argentinien. Valencia in der Wiederholung. Schauen Sie, wie er da hier den Ball noch erwischt. Zwei Österreicher, Bosbischil, Obermeier, hatten keine Chance. Im ersten Moment hat die Situation ein wenig abseits verdächtig ausgesehen, aber ich glaube, es war ein vollkommen reguläres Tor. 3:0 für Argentinien. Welzel. Oder Jara, hier Torwart Filiol. Krankl.
gemacht jetzt. Ein wunderschönes Tor von Kurt Jara. 1:3. Ja, da lacht heute das Fußballherz bei den Zusehern. Maradona. Da kommt jeder Pass an. Gachego. Holguín. Verteidiger. Maradona. Fehlpass von Hintermeier. Schöner Haken von Brasca. Kranke. Jetzt müsst ihr schießen. Ah, viel. Maradona. Da müsst. Maradona. Die Argentinier spielen ganz. Santa Maria. War auch durch ein Foul nicht zu stoppen. Und beim zweiten Mal dann entscheidet Schiedsrichter Deiner doch auf Freistoß für die Argentinier. Passarella. Gachego. Valencia. Welzel. Für Schachner. Kein Abseits. Und Valencia, Maradona im Duell mit Willi Kreuz. Wer bleibt hier Sieger? Schiel. Filiol. Maradona. Valencia. Luque. Immer Jara und Filiol. Ja, der hat Zeit zu einem Kabinettstückerl, der Valencia. Maradona gegen Prohaska und Maradona bleibt erfolgreich, überspielt den zweiten und gestoppt bei Pospisil. Abwehrzentrum umstritten ist, er wurde auch. Knappe 10 Minuten noch zu spielen in der ersten Spielhälfte. Und ein Weitschuss. Maradona. Unverändert. Zwei Tore Vorsprung der Argentinier beim Stand von 3:1. Fiol. Holguín Maradona, der ja immerhin auch bei seinem bisherigen Club Argentinos Junior. Maradona. Jetzt wollte er natürlich auch wieder mal den Friedel Consiglio überlisten. Er wollte. Luque! Und das war Riesenglück. Schwerer Fehler beim Abspiel aus dem eigenen Strafraum heraus. Und dann Riesenglück bei diesem. Ein derartiges Missgeschick schon passiert. Sie haben die Pfiffe. Gut gemacht jetzt von Kranke. Ja, und da hält ihn jetzt Luque zurück. Sollte die gelbe Karte werden. Da ist sie auch. Jara. Wieder nichts. Hintermeier. Jara! Das war schön gemacht. Vielleicht bekommen wir es aus der Tor. Kameraperspektive. Maradona. Maradona. Möglichkeit mit der Freistellung bekommen mit den Clubs und hat sofort darauf verzichtet. Hat einen Mann aus Cordoba und Rosario gebaut. Jetzt Jara. Und der Jara ist wirklich der gefährlichste Mann der Österreicher, der einzige, der wirklich. Gut gemacht jetzt von Holguín. Und Foul, ganz klar. Foul von Kreuz an Maradona. Laufduell jetzt zwischen Obermeier und Santa Maria. Santa Maria bleibt Sieger. Und jetzt Consiglia.
Maradona. Prohaska, abseits. Abseitsstellung, zwei Mann. Wieder herrlich gemacht von Maradona. Unglaublich antrittsschnell auch. Jetzt hat er bald Glück gehabt. Aber das. Maradona. Lucke wieder für Maradona. Mal in Rechtsaußenposition. Schachner. Valencia. Jara. Schachner! Das war die Riesenchance zum zweiten Treffer für die Österreicher. Kein Abseits wurde gegeben. Aufpassen, jetzt im Konter. Lucke. Ja, und Gott sei Dank hat der Leo. Argentinier hat den Ball, glaube ich, sogar noch zuletzt berührt. Er hat sich zu formieren. Jara. Großer Bedeutung. Fillol, Schachner! Na, danke schön. Flügelstürmer aufgestellten Spieler sind aus dem von dieser Anfangsoffensive der Argentinier, bei der sie Österreich, Österreichs Runde nicht viel gezeigt. Jara, das ist wirklich der Eins. Und herrliches Tor. Ein herrliches Tor zum 4:1, meine Damen und Herren. Na und wer war's? Dreimal dürfen Sie raten. Mittlerweile kennen Sie ihn. Maradona, der neue Stern am Fußballhimmel. Man soll Consiglia. Gachego. Und Consiglia muss aufpassen bei diesem Weitschuss von Gachego. Im Wiener Stadion herunterkam gegen das, was wir ja bei der Weltmeisterschaft gesehen haben. Da war jetzt Pech dabei. Maradona. Maradona gegen Kranke. Und das Duell, das zweite Duell hat dann Krankl gewonnen. Allerdings war sein Gegner da nicht mehr Maradona, sondern Attenberger. Und ja, die Flanke war gut, aber der Kopfball war schlecht. Und Fillol. Kopfball von Kreuz. Deutschland. Wichtigste Erkenntnis, mehr zu bringen, wie es in München bewiesen hat. Aber im Abspiel manchmal zu zögernd. Spitzen wurden auch sehr genau dann markiert von den Argentiniern. Stoß für Argentinien. Isquia. Noch immer Isquia. Und Tor! 5:1! 5:1 für Argentinien. Jetzt haben unsere Spieler zugeschaut, wie die Argentinier noch ihr fünftes Tor gemacht haben. Schauen Sie sich das in der Wiederholung an. Und jetzt sind die 90 Minuten vorbei. Weltmeister Argentinien schlägt Österreich im Wiener Stadion mit 5:1 und der Star des Abends war Diego Maradona mit 3 Toren. Und wir, meine Damen und Herren, versuchen jetzt gleich unmittelbar nach Spielschluss erste Interviews.